Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder bei einem neuen Let's Play, Diablo 3 und wir suchen immer noch Maltael, beziehungsweise den Durchgang zu Maltael. Wir haben das letzte Mal so ein bisschen unseren Schaden erhöht, durch ein, ja, nettes Amulett, was ich gefunden habe. Was zwar nicht meinen kritischen Treffer Schaden, aber dafür meine kritische Treffer Chance erhöht hat. Und hier haben wir noch so eine lustige Truhe, die ich mir natürlich gern angucken möchte. Das normale, ja. 100 Gegner töten, ich glaube, das schaffen wir ja nicht. Vielleicht im Sumpfgebiet oder so, wo es diese kleinen Mini-Gegner gibt, da geht das vielleicht. Was erzählt der Schuft? Das konnte ich gar nicht so richtig hören, was der Schuft erzählt. Wie schade. Und dann sagt er nachher immer, ich höre ihm nicht zu oder so. So, geh weg. Ach nö, wo kommt ihr denn her? Ist natürlich super, wenn man den Schadensausstoß erhöhen kann, aber wenn es natürlich zwei solche Gegner gibt, dann will ich das vielleicht gar nicht. Dann will ich einfach, dass ich die umpusten kann, so mit einem Atemzug. Pff, und weg. Oh mein Gott. So, jetzt sammle ich erstmal das ganze Zeug hier ein. So, wunderbar. Was ist denn drin? Ich hoffe doch was Schönes. Eine Maske. Erwartet, dass die Engel etwas Schöneres bauen würden als das. Nur Hexendoktor. Ja, für einen Hexendoktor hebe ich das mal auf. Man könnte natürlich auch so einen königlichen Diamanten, wenn man dann das Rezept haben sollte, irgendwo reinbauen. Und dann hat man natürlich recht hohe Widerstände schon alleine. Also das ist definitiv krass, wie hoch man dann Widerstände und Schaden kriegt. Also ich denke mal, viel Schaden bekommt man einfach durch diese königlichen Edelsteine, anstatt jetzt zum Beispiel diese Gegenstandswerte selbst. Da sollte man dann wahrscheinlich eher gucken, dass nicht so Stärke nur ist, sondern dass dann auch andere Sachen, die dann dazu passen, wie zum Beispiel kritischer Treffer, Schaden und so weiter, auch stimmen. So. Ach, ja, los, kommt alle her. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich lang muss. Ich bräuchte einen Kompass in dem Spiel wahrscheinlich. So wie bei DayZ. Dann verlaufen wir uns nicht mehr. Ah, nein. Mist. Ich dachte, ich schaff's noch. Wo sind eigentlich die ganzen einzigartigen Gegner? Ich vermisse sie jetzt schon. Ich habe tatsächlich auch Videos übrigens gesehen von Leuten, die sich durch die Level Qual 1 und so, nicht Qual 1, Qual 6 bewegten. Natürlich Pro Gamer, ja, was sonst, also nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier machen. So aus Spaß an der Freude. Nein, die machen das einfach echt, weil sie die krassesten sind. Die schlafen aber auch nicht oder so, dann. Die machen es einfach. Ziehen das dann durch.
bis sie das erreicht haben, dass sie es durchspielen konnten. Allerdings habe ich noch keinen gesehen, der Maltael auf dem Qual 6 getötet hat, sondern immer nur die da waren dann in Tristram oder so. Und haben das dadurch gezockt nochmal. Aber klar, ich meine, wie willst du sonst an besseres Zeug kommen? Musst du den Schwierigkeitsgrad immer und immer wieder machen, bis du dann entsprechendes Zeug gefunden hast. Oder dir verzaubert hast, aber es wird ja auch immer teurer dann wahrscheinlich. Wieso habe ich jetzt eigentlich meinen Barbaren-Berserker-Zauber gewirkt? Ach, ich weiß es nicht. Aus Spaß, eine Freude, weil ich es kann. So. Ich habe irgendwas aufgehoben, das war schwachsinnig. Guckt euch das mal an hier. 13 Gold, Wahnsinn. Schnell weg damit. Ich glaube, die weißen Gegenstände, die sind immer gleich scheiße. Inarius Aufzeichnung. Während des dritten Ansturms wurde ich niedergeschlagen. Als ich mein Bewusstsein wiedererlangte, fand ich mich in Ketten wieder. Ich hatte nicht gewusst, dass Dämonen Gefangene nehmen. Wie ein Narr stammelte ich vor mich hin und berichtete von meinem Wunsch, diesem Krieg zu entkommen. Daraufhin ließ mich meine dämonische Wächterin ziehen und sagte, dass wir uns wiedersehen würden. Ihr Name war Lilith, die Tochter Mephistos. Die Tochter Mephistos. Ah, okay, es ist die Tochter vom Teufel. Okay. Hatte ich irgendwie anders in Erinnerung, aber ich bin auch nicht so der Geschichtsfreak in Bibelgeschichte. Also verzeiht mir. Da unten, das ist echt geil, da unten. Oh, scheiße. Ich bin hier durch so eine Wand gelaufen. Schnell weg. Oh, ich komme hier nicht weg von der Stelle. Dafür werden die aber auch immer gefroren. Ja. Gut ist ja, durch kritische Treffer heile ich mich ja theoretisch, ja. Ja, bevor sie mir uns zu Leibe rücken. Das geht noch nicht, aber warum denn? Das ist deine Fähigkeit. Ah. Okay, die schien jetzt relativ schnell kaputt gegangen zu sein. Oh, eine Hose mit zwei Sockeln. Das ist schon mal perfekt an sich. Was haben wir hier noch? Ah ja, noch so ein Atem des Todes. Da kann ich meinen Schmied noch ein bisschen leveln. Wobei ich es immer sehr sinnlos finde, den Schmied zu leveln. Aber ich will ja alles freischalten, will ja auch den Erfolg mit den Handwerkern auf die höchste Stufe und so weiter und so fort. Das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ich möchte ja, wie gesagt, auch die Erfolge erzielen. Und das liegt mir auch sehr am Herzen, natürlich die Erfolge entsprechend zu kriegen. Zwar nicht alle, weil alle werde ich sowieso nicht schaffen. Wie zum Beispiel Hardcore-Modus oder sowas. Da brauche ich ja ewig. Das ist nicht machbar. Oh, was haben wir hier? Die Festung des Wahnsinns. Ebene 2. Da muss ich doch hin, oder? Gibt es hier noch irgendwo so ein Dings zum... so ein Speicherpunkt? Ah ja, wundervoll. Ah, nein. Was? Habe ich jetzt angeklickt? Oh mein Gott, das ging mir viel zu schnell. Da wollte ich doch gar nicht hin. Dum, 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 Kampfmusik. Dum, 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 dum. Westmark brennt immer noch. Hat in der Zeit leider keiner geschafft, mal zu löschen zwischendurch. Das blaue Zeug, das kann weg. Was haben wir hier? Templer-Relikt. Brauchen wir auch nicht. Aber den einen Kopfschutz lege ich auf jeden Fall mal in die Truhe.
Das könnte ja für den Hexendoktor vielleicht ganz interessant werden, obwohl da wirklich nur Vitalität und keine Intelligenz drauf ist. Auch sehr schade. Naja, nicht so tragisch. So, was haben wir denn hier? Schaden, den könnte man umgehen. Aber Zähigkeit ist ziemlich niedrig. Das finde ich schade. Also, Dann verkaufe ich was die. braucht ihr? So. Guckt mal. Jetzt habe ich den ja eigentlich so weit auf der höchsten Stufe, ne? Und jetzt kann ich nur den seltenen Gürtel mit 440 bis 506 machen, mit 4 bis 6 Eigenschaften. Aber das andere ist jetzt auch nicht unbedingt so toll. 4 bis 6 Eigenschaften, das ist alles für die Begleiter. Hier eine Rüstung. Gut. Würde sich vielleicht doch lohnen, manches. Letztens habe ich geguckt, da waren es nur so 300er Sachen oder sowas. Ich weiß gar nicht. Habe ich da jetzt irgendwie was verpasst? Ja doch, jetzt habe ich auch Sachen des Level 70, was vielleicht sogar teilweise bessere Eigenschaften bekommen könnte als das, was ich jetzt habe. Man braucht natürlich auch immer entsprechend viele, ja, Sachen, um das herzustellen. Ne? Templerin liegt souveräne Rüstungen. Aber Waffen hatte ich jetzt auch keine so tollen gehabt. Wenn wir mal gucken, hier Streitkolben, Level 61 und so. Ich weiß gar nicht, steht hier irgendwas, wo was neu ist? 61, 61, 61, 61, 61, das ist die infernale Maschine. 61, 61, 61, 61. Also nicht wirklich was Besonderes. Das lege ich mal ins Inventar. Nicht, dass ich mich nochmal anders entscheide, bevor ich es aus Versehen verkaufe. Wegen der Zähigkeit. Kann ich eigentlich so einen coolen königlichen Diamanten machen, wenn ich das wollen würde? Smaragd, Smaragd, Amethyst, Diamant. Nee, makellos. Imperial nur. Wobei wir auch festhalten müssen, ja. Makellos Imperial kostet 300.000 Gold, wenn ich einen herstelle. Wenn ich für den Königlichen nochmal drei brauche, müssen wir mit 900.000 rechnen. Plus den Königlichen, der 400.000 ist. Das heißt, man bezahlt quasi 1.300.000, um so einen Edelstein herstellen zu können. Ist schon ganz schön krass, oder? Wenn man überlegt, wie lange man manchmal braucht, um eine Million zu bekommen. Kann das durchaus teuer werden. Oh, was haben wir denn hier? Alter, was? Wieso willst du mich hier aufhalten? Seraziel oder wie auch immer du heißt. Wow. What was that? Crazy shit. Okay, jetzt habe ich anscheinend hier die Macht der Geister bekommen. Deswegen sieht es auch so komisch aus jetzt hier um mich herum. Der Wächter. Alle von den Qualen unter seinem Joch erlösen. Unsere Wacht endet, Bruder. Ihr müsst nun dafür sorgen, dass sie weitergeführt wird. Bruder, letzte Ruhe. Das Ende meiner Wacht naht. Aber ich kann in dem Wissen ruhen, dass mein Volk in euch einen neuen Chef. Wenn ihr siegreich seid,
werde ich diese Welt verlassen und meine Familie wiedersehen. Sie wartet schon seit langer Zeit auf mich. Die Qualen werden endlich ein Ende haben. Hier werden alle frei sein. Okay, dann sprechen wir doch mal über den Tod. Wie fühlt es sich an zu sterben? Dafür gibt es keine Worte. Man muss es erlebt haben. Irgendetwas müsst ihr mir doch sagen können. Könntet ihr beschreiben, wie es ist, geboren zu werden? Genauso wenig kann das Sterben in Worte gefasst werden. Erfolg, der Wächter. Ja, Erfolg, weil ich alles mir angehört habe, was der Wächter zu sagen hat. Das ist einer der Erfolge, die man jetzt erringen kann. Und wir haben jetzt quasi hier unten, sieht man's, Aspekt des Todes. Eure Angriffe können Maltael verletzen. Jetzt heißt es eigentlich nur noch Maltael finden. Und dann sollten wir es geschafft haben. Oh, hier ist alles zerstört. Sieht alles ziemlich kaputt aus. Alles crank. Damaged. Kaputt. Ich brauche mehr Zeit. Gib mir mehr Zeit, du. Ah. Ein sächsischer Barbar wäre auch mal geil. Nö, hallo, du Monster, ich stelle dich mir im Kampfe. Hey, ho, ha, ho, ha. Bam, bam, bam. Sag ich nur. Ich hasse diese Türen, dieser Geblitzdings, die einen Blitzdingsen. Das auch kaputt machen. Ich will alles kaputt machen. Komm schon, stirb, elender Typ. Komisch, der Dieb scheint mir eigentlich sonst nicht so erpicht darauf, andere Dämonen zu bekämpfen. So. Schreien der Gunst. Ich bin ein Günstling. Ich bin günstig. Oh komm, hier gibt's heute ein Sonderangebot. Heute im Sonderangebot. Oh, Comic, alles muss raus. Irgendwo gab es noch mal eine Möglichkeit, die Abklingzeiten zu verringern, so dass man dann wirklich ziemlich geringe Abklingzeiten vom Barbaren vom Berserker-Modus hatte. Ich bin aber ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie das ging. Keine Ahnung. So, Scharfrichter hat auf jeden Fall einiges an Gold eingebracht. Hier droppt nicht wirklich was. Oh, zwei! Geht gerade relativ fix. Ich glaube, das war... Oh, der Pfad der Weisheit. Das ist von Maltael. Er war ja mal die Weisheit, wenn wir uns recht erinnern, ja. Oh, das höre ich mir gleich an, wenn ich die Viecher losgeworden bin. Denn ich will meine Geschichten in Ruhe lesen. Will das niemandem vorlesen müssen.
will mich auf mein gutes Buch konzentrieren. Ich vernahm einen Klang, doch war er mir fremd. Ich suchte Weisheit von Kelch, doch vergebens. Die Klänge riefen nach mir, und ich erkannte sie. Menschliche Seelen. Doch woher? Doch woher? Tja, woher nur? Alter, wo seid... Komm zurück. Chaosgespenst, aha. Gab's hier eigentlich neues Wissen irgendwie, was ich verpasst habe? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Das sind die geflügelten Meuchelmörder. Auch liebevoll Meuchlons genannt. Boah, der Scharfrichter macht mich echt krank. Ich mag den gar nicht. Aber der gibt auf jeden Fall einiges an Gold. Muss ich ihm zugute halten. Ich brauche mehr Zeit. Denn Zeit ist Geld. Oder Wut, besser gesagt, ne? Beim Barbar ist Zeit eher Wut. Er ist ein klein wenig krantig immer, der Barbar. Aber das liegt wohl in seiner Natur. Ich hoffe ja eigentlich, dass ich gerade mal Maltaels Gedöns finde hier. Oh nö, jetzt haben sie mich eingefroren. Geht doch einfach eurer Wege. Mann. Die Viecher hier regen mich auf. Da hatte gerade einer ganz viel Gold fallen lassen. Ich habe es genau gesehen. Habe Gold in der Ferne troppen hören. Ah ja, hallo die Herrschaften, guten Tag. Nein, ich möchte eure Versicherung nicht kaufen. Nein, auch wenn die super ist. Eieiei. So. Habe ich jetzt eigentlich was gefunden? Nee, nur Arkanstaub, ne? Mir war so, als hätte ich einen tollen Gegenstand im Inventar vergessen, aber anscheinend nicht. So. 1, 2, 3, jetzt ist vorbei mit der Rüppel-T3. So. Was haben wir denn hier noch? Eine uralte Schrift. Liliths Schrift, Teil 2. In der Schlacht nahm ich einen Gefangenen. Ein Engel, dessen Licht nahezu verloschen war. Maltael, oder? Zu meiner Belustigung in meinen Schlupfwinkel gebracht. Doch er überraschte mich. Meine Berührung schien ihn mit Leben zu erfüllen. Wie ein Wahnsinniger sprach er davon, dem Krieg entkommen zu wollen. Vielleicht habe ich jemanden gefunden, den ich gebrauchen kann. Tja, dem Krieg entkommen ist ja eigentlich auch eine edle Entscheidung. Warum sollte man auch Krieg führen? Aber natürlich dem Krieg jetzt auf diese Weise zu entkommen, ist, glaube ich, nicht unbedingt die Lösung des Problems. Das ist wie, wenn einer sagt, ich töte einfach alle, die eines anderen Glaubens sind, damit ist das Problem gelöst.
Ah, damit fängt das Problem natürlich nachher erst an. Was ist, wenn eben dann die anderen Gesichter von den Leuten, die daran glauben, was er glaubt, nicht gefallen? Sagt er dann einfach, die glauben nicht fest genug daran und tötet die auch noch? Oder wie ist das dann? Das könnte man ja weiterspinnen, bis es dann nur noch einen gibt, ne? Naja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge Diablo 3. Bis dahin, meine Buddies. Tschüss.